Herzlich willkommen zum Stille Impuls im Edith Steinhaus. Im Mittelpunkt steht das dreiteilige Hungertuch der chilenischen Künstlerin Lilian Moreno Sanchez, das Miserio-Hungertuch 2021-2022. Heute möchten wir ein bisschen das Material in den Blick nehmen. Es geht vor allem um den Stoff und die Blumen, die auf diesem Hungertuch zu sehen sind. Schauen wir zunächst mal auf den Stoff. Der Stoff ist aus gebrauchten Bettlaken. Ein weiterer Teil des Stoffs ist Bettwäsche aus einem Frauenkloster. Die Künstlerin will damit zum Ausdruck bringen, dass Körper und Seele beide gesund sein müssen. Man erkennt rechts Streifen und auf dem gesamten Hungertuch verteilt Blumen. Blumen, die in den Stoff eingewebt sind, und Streifen, die dem Stoff ein Muster geben. Es sind Alltagsstoffe, gebrauchte Stoffe. Stoffe, die Menschen Schutz geben. Ein kurzer meditativer Text soll unseren Blick nach innen wenden. Aus welchem Stoff sind wir? Gewoben aus Erde und Sternenstaub? Umhüllt von deinem Auftrag? Nackte kleiden, Masken nähen, Liebe schneidern, Mantel sein für diese Welt. Dieser Text von Ricarda Mufang lädt ein, einen Moment in sich hineinzuhören und den Fragen auf den Grund zu gehen. Aus welchem Stoff sind wir? Schauen wir nun ein bisschen näher auf die Blumen, die sich über das gesamte Hungertuch verteilen, mal etwas zarter, mal ziemlich groß und blumig ausgeschmückt. Die Künstlerin hat das Blumenmuster der Bettwäsche aufgegriffen und genau 12 Blumen aus Blattgold aufgetragen. Sie symbolisieren Kraft und Schönheit des neu erblühenden Lebens. Das Leiden und der Schmerz können überwunden werden. Gold ist die Farbe der Ewigkeit und Hinweis auf Gott, der neues Leben schenkt. Wo erkenne ich Blumen in meinem Leben? Wo sind diese Blumen schmückend? Wo erfreuen sie? Wo überzieht sie sogar ein goldener Schimmer, der auch für andere strahlt? Wo können sie Wandel anzeigen, weil sie Leid in Freude umkehren? Abschließend nehmen wir unsere Gedanken mit hinein in einen kurzen Text von Ricarda Mufang.
Wir sind verletzlich. Unverletzlichkeit ist eine Lüge. Niemand entgeht der Wunde, dem eigenen, dem fremden Hass. Suche die Blume auf dem Knochenfeld, blühendes Zeugnis allen Leids.